Wir sind dafür nach Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gefahren. Auf dem Hof der Familie Steinhilber wird Obst und Gemüse angebaut. In den 90er Jahren war hier noch ein Rindermastbetrieb mit Feldbau. Die Eltern von Michael Steinhilber machten daraus eine Bioland-Gemüsegärtnerei mit Mutter-Kuh-Haltung. Für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Aber Fleiß und Können hat sich ausgezahlt. Was von der Lage her geht, baut die Familie selber an. Den Rest kaufen sie zu. Inzwischen gehört zur Gemüsegärtnerei Steinhilber auch ein Naturkosthandel. Wenn Michael Steinhilber heimkommt, dann erwarten ihn schon seine beiden Neffen, Schwester Jutta und sein Papa Fritz Steinhilber. Michaels Mama Heike Steinhilber verstarb vor 1,5 Jahren. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die Familie, die jetzt umso mehr zusammenhält. Aber ich versuche, dass ich alle 14 Tage quasi heimkomme, um eben auch den Kontakt eben nicht abreißen zu lassen. Und ja, es ist immer sehr schönes Gefühl, wenn man heimkommt, weil hier ist es tatsächlich Heimat. Also man ist hier aufgewachsen, man kennt hier die Leute und genau, es ist halt einfach wirklich Heimat. Und ja, es ist sehr schön, weil zum einen freuen sich die Neffen, wenn man mal nach Hause kommt. Und zum anderen ja auch nicht im Mindesten der Rest der ganzen Familie, dass man heute wieder beieinander ist und so weiter. Zusammen mit seiner Schwester Jutta Steinhilber war Michael bei den Ministranten aktiv. Ihren Bruder kann sie sich als zukünftigen Pfarrer sehr gut vorstellen. Seit ich mich erinnern kann, würde er eigentlich Pfarrer werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwann einmal andere, also mir gegenüber hat er nie einen anderen Berufswunsch geäußert. Naja, er war immer überzeugt davon, dass er das macht und wir haben es ihm immer abgenommen. Also er war, ja, wir sind immer davon ausgegangen, dass er es wirklich macht. Also ich zumindest. Wenn wir dann zusammen ministriert haben, das haben wir ja auch zusammen gemacht und dann weiter in der Kirche zusammen waren. Also ja. Auch Michaels Vater, Fritz Steinhilber, fand den Berufswunsch seines Sohnes nicht ungewöhnlich. Kirchliches Engagement liegt bei den Steinhilbers in der Familie. Also Michi, wenn er daheim was arbeitet, das macht er, ist kein Thema nicht. Alle Arbeit, die man schafft, ist kein Thema. Er macht auch viel Holzarbeit bei uns, also das ganze Brennholz macht eigentlich unser Michi. Und sonst hilft er auch. Aber wenn er sich aussuchen kann, dann macht er lieber einen Kreuzweg vorbereiten oder Fürbitten schreiben oder sowas in der Richtung. Also das ist eindeutig. Also er ist jetzt nicht, dass er sagt, ich bin jetzt Priester und das ist meins und sonst mache ich gar nichts mehr. Also der hilft auch seiner Schwester im Haushalt. Wir gehen ja auch am Markt. Die Jutta ist schon immer am Markt mitgegangen. Wenn ich das jetzt zu Michi gesagt habe, dann hat er lieber Fensterputz daheim. Michael Steinhilber weiß seine Heimat zu schätzen. In der Natur, auf dem Hof und in der Pfarrei hat er schließlich auch seine Berufung entdeckt. Für mich war das schon immer so und es wird eigentlich immer mehr so, dass ich, wenn ich mal Zeit habe, dann durch die Natur so ein bisschen streife, was ja hier sehr leicht möglich ist auf der Einöde. Und das habe ich als Kind auch schon immer viel gemacht. Ich war viel unterwegs im Wald oder so. Und da ist mir das eigentlich schon immer aufgegangen. Und jetzt wird es mir halt wirklich bewusst, dass das eigentlich, wie schön Gottes Schöpfung ist und weil wie alles sich ineinander fügt und so alles zusammenspielt quasi, dass hier quasi was entstehen kann, was ja nicht selbstverständlich ist. Also dass sich alles so zusammenfügt, dass hier quasi Leben entsteht und Leben gelebt werden kann und gut gelebt werden kann, ist wirklich ein Wunder. Michael Steinhilber hat jetzt noch 2 Semester, dann darf er sich auf die Diakonweihe freuen. Bis dahin gibt es noch allerlei zu tun, unter anderem ein Praktikum in der Militärseelsorge und in Kelheim.